Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Grimrock. Wir haben hier aufgehört vor dem Kristall. Das Rätsel hier in dem Raum machen wir gleich. Werde ich euch zeigen, aber vorher lösen wir ein anderes Rätsel, weil dann gibt es ein schönes Item, das ich gerne haben will. Wir öffnen wieder die Falltür. Und bemerken, dass wir hier wieder sind, was natürlich klar ist. Jetzt stecken wir erstmal die Fackeln wieder rein. Und ich habe hier noch was gefunden, nachdem ich meine Fackel gesucht habe. Den Goldkey, den habe ich total vergessen hier. Der ist auch nur durch Zufall bei der Fackelsuche gefunden worden. So, wir müssen jetzt die Steine nach Norden und nach Osten werfen. Einmal hier also. Ja. Und einmal hier. Und es geht die Tür auf. Und den brauchen wir. Also ich will den zumindest haben. Und haben somit auch dieses Rätsel gelöst. Lassen wir die Steine hier kommen. Wir nehmen sie wieder mit. Schlimm ist es ja nicht, wenn wir sie jetzt mitnehmen. Müssen halt nur aufpassen. Wir sind nämlich hier schon fast durch wieder. Wir haben gut das Spiel schon geschafft. Also viel zumindest. Und hoffe, dass er dann gut alles hier hinter uns bringt. Tear of the Land, das ist das Rätsel. Was könnte eine Träne des Landes sein? Hier müssen wir jetzt nämlich reinlegen. Es ist einfach ein Stein. Das ist eine Träne des Landes. So, Games Bane. Bane, also with head of steel. Was heißt Games Bane? Also Games Spielband, würde ich sagen, mit Kopf aus Stahl. Ist aber hier ein Breitkopfpfeil, weil er hat ja einen Kopf aus Stahl. Unrevealer of Mysteries ist ein Schlüssel, weil damit öffnen wir die ganzen geheimen Verstecke und bla bla bla. Severed Dread heißt irgendwas mit abgetrennt. Und das ist unser Schädel hier. Den Schlüssel nehmen wir wieder mit, nachdem die Tür auf ist, können wir nämlich hier einfach weiter. Du hast bewiesen, dass du ein wahrer Champion bist. Stark in der Kraft, und Wille. Jetzt pass auf. Da sind böse, also schreckliche Dinge ganz tief unten. Viel stärker, als du es bist. Okay. Ja, das ist schon eine Warnung, was hier nach kommt. Treasury. Wollen wir doch auch rein. Also hier ist nur das, finde ich interessant. Hier das Book of Infinity Wisdom ist das. Oder? Ja, müsste das sein. Hier sind nur die Beinpanzer. Und hier das, aber das brauchen wir nicht. Das haben wir eigentlich alles schon gefunden, ne? Das ist eigentlich nur dafür da, falls wir es verpasst haben oder so. Deswegen nehmen wir uns das Book of Infinity Wisdom. Okay, wir ist ja Morgion. Weil ich will ihn auf Shield Expert haben. Weil dann hat er Double Evasion. Und jetzt nur noch auf Schwertskill. Und jetzt gibt es noch ein Rätsel. Made from the Dead. Guillotine Man does not need me. Also es ist aus den Toten gemacht. Und geköpfte Wälder brauchen es nicht. Ganz einfach. Das ist gemacht aus den Toten, weil es aus den Knochen ist. Und Menschen, die geköpft wurden, brauchen es nicht. Sanduls Orb haben wir jetzt. Ja, der blaue ist einer Hinsicht besser, weil er macht Licht ganze Zeit. Wie eine Fackel. Aber er ist in den ganzen anderen Sachen besser. Und aber wir müssen jetzt erstmal wieder den Light Spell casten, weil sonst tappen wir im Dunkeln. Ich pack mal hier das hin. Gucken, braucht jemand noch dahin packen. Einfach nur, damit wir nicht zu viel Gewicht haben. Ja komm, das kann dahin. Noch irgendwas. Das kann hier bleiben. Frost Quarrels, ja, die Poison Quarrels packen wir mal hier hin. Oder? Ja, so. Also Frost Arrows. Dann hat sie weniger Gewicht. Er hat noch Glasflasche. Na komm, wir packen wir mal hier. Oder, warte. Ach nee, Moment, mir fällt gerade was ein. Machen wir nicht. Jetzt noch nicht. Sondern später. Weil das ist ein sehr fieses. Also sehr fieses. Tolles Deutsch. Sehr fiese Falle. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, weil wenn wir weit genug hier drinnen sind, wird was Böses passieren. Also
gehen jetzt hier lang, weil hier wird auch was Böses auf uns lauern. Davon hab ich schon mal gesagt. Ja, wieder Ogre in einem engen Gang. Ja. So. So, das hätten wir auch. Ich glaube, jetzt würde es jetzt passieren. Ich zeige es euch einfach mal. Wenn das passiert ist schon. Ich weiß es nicht. Nee, es ist noch offen. Weil spät. Ich gehe jetzt nicht zurück. Ich sag jetzt einfach, was passiert. Und zwar, wir werden hier eingesperrt. Wir können nur noch nach unten. Und deswegen müssen wir gucken. Dass wir hier wirklich alles gefunden haben, gut vorbereitet sind. Weil sonst, da kommen wir nicht mehr hin. Und da ist noch ein Ogre. So, einmal konzentrieren. Ich muss mich hier konzentrieren, weil das ist nicht ohne. Jawohl, das hätten wir auch. Das ist gut. So, Mr. Weapons kommt. Wir machen, was die Dexterity plus 1 kriegt. Und ruhen uns jetzt einmal aus. Wir müssen halt jetzt wirklich darauf aufpassen, dass wir hier keinen Fehler machen, weil der Weg zurück, den können wir nicht mehr antreten. Wir sind somit eingesperrt. Und hoffen wir mal, dass wir das jetzt hinkriegen. Dass wir sind auch nicht mehr weit vom Ende, so viel sei schon mal vorab gesagt. Aber was uns am Ende erwarten wird, sei noch nicht verraten. Einmal hier. Haben wir noch einen Schlüssel. Hier kommen wir, glaube ich, noch nicht durch. Nee. Hier müssen wir... Ist so ein komisches Rätsel, aber das ist eigentlich auch einfach zu lösen. Und... Da ist noch eine gebackene Made. Einmal umgucken, bevor ich hier weitergehe, weil hier kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ja, ich glaube, hier war was für Missy. Jawohl. Hier sind nämlich die Schlüssellöcher versteckt, aber ich werde jetzt erstmal alle Schlüssel suchen. Weil es soll erstmal einfacher für uns werden, wenn wir alle Schlüssel haben. Ah, ja, hier ist nichts. Ich guck noch einmal. Ja, aber hier kamen wir ja her. Von daher lasst uns dieser Raum egal sein. Ja, hier ist noch was. So. Oh, jetzt hat er den Skill gemacht. Ihr habt es gesehen, das war jetzt Fury da oder Fury of Slash. So. Rätsel ist ganz einfach. Wirklich ganz einfach. Stand where the shadows... Ja, brauchen wir nicht mehr. Das legen wir hier drauf. Dann geht hier die Tür dort auf, wo wir das Juwel reinlegen. So. Einfaches Rätsel, hier ist aber auch nichts. So, den Schlüssel, wir haben jetzt zwei Schlüssel. Gucken wir jetzt erstmal, dass wir diese fliegenden Ungeheuer da platt kriegen. Okay. Verdammt! So, na komm. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Was sag ich? Ich muss vorsichtig sein und das erste hat mich trifft, ist der Feuerball. Ah. So, der ist auch kaputt. Gut. Haben wir wieder alles? Ja. Hier sind die Gauntlets auf Vader. Super. Geht doch wie am Schnürchen. Alles untersuchen. Alles untersuchen. Nichts auslassen. So. Eigentlich würde ich ja sagen, da ist auch noch ein Raumweg der Symmetrie. Ich würde das mal gerne überprüfen. Ja, komm, wir überprüfen das mal. Der müsste dann hier sein. Oh ja, da. Nichts zu finden.
hier irgendwas? Nee. Oder ist es doch nichts? Egal, wir machen doch erstmal hier auf. Was erwartet uns da auch? Da kommt von der Seite. Erstmal Dino und diese Viecher, ich hasse. So. Das machen wir auf. Ah, die trifft man auch so schlecht. So. Wo ist der jetzt? Komm her. Kaputt. So. Haben wir auch schon mal. So. Gucken wir, ob sich hier was versteckt. Scheint nicht so. Okay. Ah, ich wollte jetzt nicht nach vorne. So. Das Rätsel ist jetzt eigentlich recht einfach, aber wir müssen erstmal wieder hier lang. So. Was liegt da? Eine Notiz, die habe ich gar nicht gesehen. Ich bin zu der Realization, wie soll man das übersetzen am besten? Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass du nur durch den Dungeon kannst, wenn du von oben startest. Also von oben. Ganz von oben. Also auf der Spitze des Berges. So. Ich denke, dieses Helis wurde dazu erbaut. Warum? Aber warum? Tja, das werden wir noch alles herausfinden. Warum? Aber erstmal Schlüssel. Komm, geh kaputt. Wieder wunderbar, wie man nicht trifft. Na komm! Ja. Wache und zwar. So, du bist. Ich geh's als erstes drauf, weil. Ich hab's gesehen, dann kommt er nicht. Besser vorwärts, weil die gehen schneller drauf. Halten zwar, also greifen zwar schneller an, aber halten dafür fast nichts aus. Die guten Biester. Hier fehlen noch zwei. Achso, da sind sie. So, Mole Jerky. Na komm, knallt ihr euch das noch rein? Habt ihr Hunger? Ja. Ich jetzt erstmal voll. So, sie braucht eigentlich nichts. Und das Rätsel ist eigentlich so simpel, dass es nur einfach sein kann. Hier waren wir schon. Da wollen wir nicht nochmal hin. So, den nehmen wir aber raus. Und gucken. Erstmal hier. Da kommen wir rasten einmal. Ich werde es euch dann gleich zeigen, wie es funktioniert. Eigentlich sehr einfach. Bloß ist es Timing-Sache, wie man es machen muss. Aber wenn man es einmal richtig hat, dann ist es einfach. Man muss erstmal reinkommen. Also alles abpassen und dann geht das. Jetzt erstmal darum kümmern, dass die Leben wieder voll werden, weil wir brauchen Leben. So, ganz einfach. Jawohl, nee, falsch. So, na jetzt hier drauf drücken. Dann seht ihr, dann kommt hier die Kugel raus. Also wir müssen jetzt schnell sein und das richtig abpassen, ihr seht es. Und wir haben es geschafft. Juhu! Gut, das hätten wir. Na dann geht hier die Tür auf. Das Inner Sanctum, das innere Sanctum. Jetzt heißt es wirklich auf. Ich habe noch was gehört. Oder täusche ich mich?